Enttäuschung in Oldenburg. Der deutsche Basketballmeister in Gelb verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen aus der Euroleague. Dennoch spielen die Oldenburger Baskets vor allem in der zweiten Hälfte auf Augenhöhe mit dem Spitzenteam aus Griechenland. 2 Minuten vor Schluss führen sie sogar mit 2 Punkten. Die 64-67 Niederlage in der heimischen Messehalle muss dem deutschen Meister nicht peinlich sein. Chancen auf den Achtelfinaleinzug gab es ohnehin nicht mehr, denn von 10 Partien in der Gruppenphase hat Oldenburg letztlich 9 verloren. Nur das Auftaktspiel gegen den polnischen Meister Gdynia ging an die Deutschen. Zuletzt hatte das Team von Trainer Petr Krunic beim spanischen Rekordmeister Real Madrid den Kürzeren gezogen. Auch dort zeigten die Baskets aus Oldenburg eine Halbzeit lang Weltklasse-Basketball. Doch zum Sieg reichte es nicht. Während die internationale Saison für Oldenburg beendet ist, geht es national direkt weiter. Und zumindest in der Bundesliga hatten die amtierenden deutschen Meister zuletzt Anlass zum Jubeln. Und das auch nach dem Spielende.